Seid gegrüßt, liebe Steinböcke, zu eurem April 2020 Reading. Wie in jedem monatlichen Reading werde ich zuerst eine dieser Weisheitskarten hier rausspringen lassen, die dann die Monatsenergie, die Grundenergie für euren April 2020 bestimmt. Es gibt bei diesen allgemeinen Readings einiges zu beachten. Viele Faktoren, die ich alle in ein separates Video gemacht habe, das ich euch rechts oben verlinke. Ich habe deswegen ein separates Video gemacht, weil ich nicht in jedem Reading, was ich jetzt machen werde, immer wieder darauf hinweisen möchte, weil das eben Zeit kostet. Nach ein paar Mal weiß man sowieso auch, worauf man achten muss. Um es immer wieder zu erwähnen, weil, wie gesagt, kostet dann einfach Zeit und nervt dann auch vielleicht ein bisschen. Deswegen schaut euch bitte einmal dieses Video an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten schauen wir jetzt, was der April 2020 für euch Steinböcke bereitet. Liebes Schicksal, jetzt müsst ihr uns über den April 2020 für die Steinböcke sagen. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Okay. Also wir haben hier einmal den Langmut. Den hatten wir auch schon, ich glaube bei den Wagen. Oder waren es die Wassermänner? Es war irgendein Luftzeichen auf jeden Fall. Mit der Nummer 47 oben. Quersumme 11, kann etwas mit dem 11. April zu tun haben, kann etwas mit dem 7. April zu tun haben, 7.4. Der Langmut spricht davon von Weitsicht und von Geduld und keiner Übereile. Mit Geduld ans Ziel, so ungefähr. Das ist einmal der. Und dann haben wir Chaos und Konflikt. Chaos und Konflikt. Interessante Karte, das ist so ein... Was ist denn das? Das ist ein Zebra, was aber so ein Fellmuster einer Giraffe hat. Das ist eine ganz interessante Karte hier. Hat es was vielleicht mit dem Selbstbild zu tun? Chaos und Konflikt? Man hat hier die Nummer 33. Könnte auch für euch von Bedeutung sein. Quersumme 6. Mal sehen. Chaos und Konflikt und Langmut. Ich glaube, das hat viel mit Geduld zu tun. Vielleicht trifft euch diese Situation im Moment härter als die meisten anderen. Wir werden sehen. Wir werden jetzt erst einmal die Tarotkarten befragen. So irgendwo ein Stern, okay. Liebe Sixer, was kannst du uns über den April 2020 für die Steinböcke sagen. April 2020 für die Steinböcke. Der Ritter der Stäbe. Feuerenergie. Feuerzeichen. April 2020 für die Steinböcke. Die Mäßigkeit. April 2020 für Steinböcke. Wow. Gut. Der Eremit. Der König der Schwerter.
Und die Königin der Münzen. Da seid ihr. An der Unterseite das Gericht. Okay. Der Ritter der Stäbe hat so ein bisschen Playboy-Energie. Das ist einer, der von seiner Leidenschaft getrieben ist. Sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr ungestüm, sag ich jetzt mal, ist. Ein Feuerzeichen, männlich oder weiblich, ist egal. Wie gesagt, das Informationsvideo gibt darüber Aufklärung. Sehr schnell, sehr viel Bewegung, sehr viel Schnelligkeit. Feuerzeichen, Löwe, Schütze oder Widder. Die Mäßigkeit hier. Dieser Schutzengel steht für Heilung, für Harmonie. Ist auch die Schützenkarte. Kann sehr gut sein, dass sie mit einem Schützen zu tun hat, muss aber nicht sein. Der Eremit. Der Eremit steht einerseits für die Jungfrau, ebenso ein Erdzeichen. Steht auch für Insichtkehr, für Weisheit, aber auch für Abschottung und Isolation und für Einsamkeit. Ähnlich wie der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist der Gefühlskalte nach außen hin, der zwar klar sieht, der gute Entscheidungen trifft, aber sehr kalt und emotionslos nach außen hin wirkt. Die Königin der Münzen hingegen hat sehr viel Selbstwert, ist sehr stolz, bodenständig, fair. Es ist so eine klassische Mütterenergie hier oder eine sehr warmherzige Energie. Steht ja auch für ein Erdzeichen. Könnte jetzt für euch selber stehen. Ihr Steinböcke, kann aber auch für eine Jungfrau oder für einen Stier stehen. Der König der Schwerter eher Luft, Waage, Zwilling oder Wassermann. Das müssen nicht alles Personen sein, weil das hier alles wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich habe hier fast schon wieder alle Sternzeichen drin gerade. Aber das sehen wir gleich. Befragen wir doch mal die Hexentarotkarten. Was kann uns das Schicksal über den April 2020 für die Steinböcke sagen? Eine Klärungskarte zum Ritter der Stäbe, bitte. Das Rad des Schicksals. Eine Klärungskarte zur Mäßigkeit, bitte. Die zwei der Münzen. Eine Klärungskarte zum Eremit. Die drei der Kelche. Ja, okay. Ihr habt da ein Problem mit der Quarantänesituation. Das kommt bei euch tatsächlich jetzt am deutlichsten rüber. Von allen Sternzeichen, die ich bisher gemacht habe. Machen wir erstmal weiter. Der König der Schwerter. Mit dem König der Stäbe. Okay. Und die Königin der Münzen. Ziemlich deutlich. Die fünf der Kelche. An der Unterseite wieder der Ritter der Stäbe. Hier. Gut. Sorry, da war gerade meine Nachbarin an der Tür und hat nach Klopapier gefragt.
Bei ihr herrscht auch gerade ein Konflikt. Ist auch ein Steinbock. Egal. Also, bei euch glaube ich, dass es da ein sehr spezielles Reading ist. Also von dem, was ich gerade sehe, das ist jetzt sehr speziell. Ihr habt hier eine Dreierkonstellation. Es gibt, glaube ich, mehrere Menschen in eurem Leben. Zwei auf jeden Fall, vielleicht sogar mehr. Aber zwei kommen hier sehr stark raus. Wo ihr euch irgendwie nicht entscheiden wollt. Und bis jetzt hat sich das eigentlich gut angefühlt. Ihr habt mal so gedacht. Also, der Ritter der Stäbe, Feuerenergie. Ihr habt es wahrscheinlich einerseits mit einem Feuerzeichen zu tun, wie gesagt, ein Schütze, ein Löwe oder ein Widder, mit dem ihr bisher eine sehr leidenschaftliche Beziehung geführt habt, eine sehr leidenschaftliche Connection hattet, sehr feurig, viel auf Leidenschaft hier bezogen. Das Rad des Schicksals steht in dem Fall dafür, dass diese Leidenschaft zunächst mal auf Eis gelegt ist, weil ihr entweder zu diesem König das Schwert hat, das ist nämlich die andere Person, gerade mehr eine Verbindung habt und dieses Feuerzeichen hier zunächst mal etwas in den Hintergrund stellt. Oder mit diesem Feuerzeichen hier erstmal eure gewohnten Umgänge, sage ich jetzt mal, nicht weiterhin ausüben könnt aufgrund der momentanen Situation, durch diese ganze Quarantäne und Abschottung. Nicht rausgehen, nicht feiern, keine Versammlungen und so weiter und so fort. Dass das hier erstmal ausbleibt, diese ganze Leidenschaft, dieses Feuer zwischen euch. Weiterhin die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit redet auch darüber, dass etwas Gewohntes jetzt erstmal ausbleibt. Etwas wird gedrosselt, etwas wird gezügelt, etwas wird gesenkt. Die redet hier auch von Heilung. Aber in dem Fall denke ich eher, dass es was mit dem Herunterfahren zu tun hat. Eine Situation, die ihr vorher hattet, wird jetzt etwas heruntergefahren. Und das bringt euch ein bisschen ins Wanken jetzt. Ihr sehnt euch nach diesem Menschen. Ihr habt da auch bestimmte Bedürfnisse in letzter Zeit ausgeübt. Und die wurden auch gestellt, werden jetzt nicht mehr gestellt. Und jetzt seid ihr hier so am Hin- und Herwanken. Ihr seid am Jonglieren, ihr seid am Wanken im Prinzip. Ihr schaut, wie ihr das jetzt hinkriegt. Weil mit dieser Isolation hier im Moment, der Eremit steht hier für Isolation und Einsamkeit, auch Abschottung, seid ihr diese Feierlichkeiten, diese Freude hier, diese Karte spricht von Freude, von Zusammenkunft, von Feiern, von Partys, ne, von Leben genießen so ungefähr. Davon spricht diese Karte und durch den Eremiten oder als Klärungskarte zum Eremit bleibt das hier aus. Es ist hier sehr gegensätzlich. Der hier ist einsam, der hier ist verlassen, der hier ist abgeschottet, der ist isoliert. Und das ist eine Jungfrau, auch ein Erdzeichen, wie gesagt, wie ihr. Ihr kommt euch im Moment so im Eremitenstatus vor. Ihr kommt euch einsam vor. Ihr habt hier Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Hier, hier. Und das bringt euch ins Wanken jetzt. Im Prinzip läuft ihr daheim die Wände hoch, so ungefähr. Euch fällt vielleicht auch die Decke so ein bisschen auf den Kopf. Aber ihr könnt dagegen nichts tun, ihr seid da ein bisschen handlungsunfähig. Der König der Schwerter und der König der Stäbe, das sind, glaube ich, diese beiden Personen, um die es sich handelt. Einerseits wieder das Feuerzeichen, hier und hier. Andererseits ein Luftzeichen, das es euch, glaube ich, auch etwas angetan hat.
wie gesagt, Waage, Zwilling oder Wassermann. Auch hier ist Isolation. Ihr vermisst, glaube ich, diese beiden Menschen. Ihr vermisst die Nähe und den Bezug dieser beiden Menschen. Und ihr könnt euch aber auch nicht so wirklich entscheiden, davon spricht auch diese Karte hier, wie es jetzt hier weitergehen soll. Mit diesen Menschen habt ihr, glaube ich, eher eine spirituelle Verbindung, eine gedankliche Verbindung. Mit dem könnt ihr hier sehr gut reden zum Beispiel, mit dem könnt ihr Dinge unternehmen, mit dem versteht ihr euch super auf charakterlich-emotionaler Basis, auch auf gedanklicher Basis. Und mit dem König der Stäbe hier habt ihr eher diese leidenschaftliche Verbindung, diese feurige Verbindung. Diese beiden Personen sind in eurem Leben und wahrscheinlich wissen die beiden nichts voneinander. Davon spricht hier auch die Dreierkonstellation. Und ihr befindet euch jetzt dann in einem inneren Clinch sozusagen. Was macht ihr? Wie macht ihr weiter? Diese Königin der Münzen hier seid ihr. Und ihr wurde geklärt mit dem Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche spricht für Reue, Schuld, Schuldgefühle, Vermissen, Bedauern, Verzehren. Ich denke Verzehren und die Sehnsucht, vor allem hier die Sehnsucht nach diesen beiden Menschen hier, die ist gerade signifikant bei euch. Ich möchte hier die zwei der Münzen klären. Denn die zwei der Münzen spricht auch von Flexibilität. Vielleicht pendelt ihr auch zwischen diesen beiden Menschen. Ich denke aber eher, das ist euer eigener Wankelmut gerade. Ihr seid am Wanken. Ihr wisst nicht genau, was ihr jetzt machen sollt. Hier sind die zwei der Münzen, bitte. Die vier der Kelche. Die vier der Kelche. Da wird jemand ein Kelch gereicht. Das ist ein Angebot. Ein gefühlsmäßiges Angebot, was aber ausgeschlagen wird. Ich denke, ihr seid nicht bereit oder ihr wägt noch ab, mit welchen dieser beiden Menschen ihr weitermachen möchtet oder ob ihr mit beiden weitermachen möchtet. Weil so eine Dreierkonstellation kommt eigentlich immer ans Licht. Und einer von beiden wird dann extrem verletzt. Und die vier der Kelche habt ihr bestimmt von einem von beiden schon bekommen, wahrscheinlich von beiden sogar. Und auch deswegen seid ihr hier am Wanken. Wie macht ihr beide? Ihr vermisst beide Menschen. Und ihr wisst nicht genau, wie ihr euch jetzt entscheiden sollt. Diese Abschottung, diese Isolation gerade, glaube ich, tut euch ganz gut. Ihr kommt hier mehr und mehr ins Überlegen. Ich möchte jetzt hier tatsächlich noch eine Klärungskarte zum Eremit. Ja, ich habe hier wieder die Mäßigkeit. Und an der Unterseite die Sieben der Schwerter. Wieder die Mäßigkeit zum Eremit. Ich denke, das wird euch hier bewusst. Durch diese Isolation, durch diese Abschottung, durch diese Einsamkeit seid ihr angehalten, hier die Mäßigkeit im Mirror, euch mal klar zu werden, was ihr eigentlich wollt. Die Person oder die Person, beide Personen, dann aber auf eigenes Risiko. Eigentlich solltet ihr, die Mäßigkeit spricht auch von Heilung und eine Dreierkonstellation, in der zwei Personen für eine Person Gefühle hat, ist ziemlich ungesund und führt eigentlich immer zu nichts Gutem. Und das werdet ihr, wenn ihr vorher nichts unternimmt, genau hier herausfinden. Ich möchte jetzt hier noch eine Klärung zu den Fünf der Kelchen. Der Schwerter. Und an der Unterseite die Neun der Schwerter. Ziemlich klar. Die Fünf der Schwerter, ebenso wie die Fünf der Kelche. Die Fünf ist immer so Streit und Konflikt. Chaos und Konflikt. Die Fünf der Schwerter
Hier ist ein Kampf vorüber. Ihr steht hier noch. Diese beiden Personen hier unten könnten eure zwei Personen sein. Und ihr seid diejenigen hier, die diese Schwerter aufheben, die die Gedanken aufheben. Vielleicht sogar beide Personen sausen lassen. Oder halt, ja, auf Abstand von diesen beiden Personen sind. Ihr vermisst beide Personen, aber ihr müsst hier eine Entscheidung fällen. Ihr seid hier am Wanken, ihr vermisst beide Personen und ihr müsst dieses Vermissen von zwei Personen, die voneinander wahrscheinlich gar nichts wissen, etwas drosseln während dieser Isolationsphase jetzt. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, wird einer von beiden verletzt werden. Oder beide. Und im Endeffekt schadet ihr euch dadurch selbst, weil ihr mögt diese beiden Personen. Ziemlich. Den einen mehr, den anderen weniger. Ob da Liebe im Spiel ist, weiß ich nicht. Aber ihr habt reges Interesse an beiden. Ihr kommt mit beiden super klar. Aber ihr wisst, dass wenn ihr hier keine Entscheidung treffen könnt, oder wenn ihr diese Kelche weiterhin ausschlägt, weiterhin in dieser Dreierkonstellation verbleibt, werden beide Personen oder einer von beiden oder ihr alle drei hier enden. Und das will keiner. Macht euch darüber Gedanken. Der Eremitrisch redet davon, der König der Schwerter redet davon, die Mäßigkeit redet davon. Warum sage ich immer Mäßigkeit eigentlich? Ich glaube, ich bin so weit wie ihr, liebe Steinböcke. Chaos und Konflikt? Ja. Chaos und Konflikt. Vor allem hier. Und hier, und hier, und hier. Chaos und Konflikt, liebe Steinböcke. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach, wie es weitergehen soll. Denkt darüber nach, wie es ausschauen soll nach dieser Situation. Weitsicht. Lebt nicht im Hier und Jetzt. Das bringt meistens nichts. Ihr müsst Pläne haben, ihr müsst etwas weiterschauen. Lebt nicht von Tag zu Tag. Habt Wünsche, habt Träume, habt Hoffnungen, aber werdet euch über eure Ziele klar. Der Mensch, keiner von beiden, beide, aber dann schafft Klarheit. Endet nicht hier. Hier. Alles negative Karten hier am Ende, wenn das hier nicht ins Reine gebracht wird. Sehr spezielles Reading. Wenn es jetzt mit euch überhaupt nicht resoniert, schaut euch gerne euer Aszendent-Video an oder euer Venus- oder euer Mond-Video. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Gesundheit, sehr viel Klarheit, sehr viel Ruhe und einen schönen April. Mal sehen, wie lange das hier noch alles andauert, diese ganze Quarantänesituation. Da leiden wir alle drunter, aber wir können diese Isolation auch nutzen, diese Abschottung. Das wünsche ich euch, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht ein kleiner Denkanstoß und vielleicht sehen wir uns wieder. Bis bald.